Willkommen zu Memon 6.15 Guide und damit willkommen zu Schau dir den Regenbogen an! Level 15 Regenbogenraserei, Aufgabe 6. Bei dieser Aufgabe müssen wir natürlich einiges vorher machen. Was müssen wir alles vorher machen? Natürlich müssen wir als erstes eine Kanone aktivieren. Ja. Diese Kanone, wo befindet sie sich? Also im Endeffekt benutzen wir wieder den Shortcut. Das ist am einfachsten. Das am einfachsten geht natürlich relativ fix, wenn man es kann. Und wenn man es nicht kann, sieht es halt manchmal ein bisschen dämlich aus. Aber halb so wild. So. Wo ist der Shortcut? Beziehungsweise wo ist die Bombe, die wir natürlich brauchen? Die Bombe befindet sich hier oben. Gleich sind wir da. Zack. Bam. Natürlich können wir auch schon ein paar Münzen einsammeln. Die können wir hier holen. Oder wir können es nicht. Aber gut, dass wir das Herz immer hier haben. Das Herz im rechten Fleck. Danke. Und hier oben ist die Bombe. Ah, da ist die Bombe. Der ein oder andere weiß es nämlich nicht. Der ist dann nämlich da oben und denkt so von wegen, ach shit, ich habe die Bombe nicht aktiviert. Ja. Hallo, ich mache die Kanone zum Abschuss bereit. Denn die Kanone befindet sich am Ende des Schiffes, wo wir ja in Aufgabe 1 waren. Und da müssen wir jetzt natürlich wieder hin. So, heißt also, Bombe aktiviert. Heißt, wir können hier runterfahren. Das ist sehr, sehr praktisch. Natürlich können wir hier auch dadurch die anderen Aufgaben machen. Aber wir müssen es nicht. So, den Lucky Two möchte ich gerne mal vorher besiegen. Weil der kann auch ganz tückisch da oben werden. Haben wir ja letztes Mal gesehen. Zack. Und rauf mit dir. Düb, düb, düb. So. Diese Aufgabe natürlich, ihr habt das schon letztes Mal gesehen. Das könnte natürlich brenzlig werden. Und dementsprechend muss man natürlich auch wieder hier ohne große Komplikation hoch. Ja. Aber es stellt sich eben schwer an, weil wenn man mal überlegt, Aufgabe 1 war doch eigentlich im Endeffekt fast dieselbe Aufgabe, aber wir können eben nicht zwei, das ist das Blöde, wir können eben nicht zwei Sterne auf einmal holen. Das hat man ja bei den Mario-Sachen mittlerweile dann ja geändert, zum Beispiel bei Mario Odyssey für die Switch. Da konnte man ja diverse Monde auf einmal holen. Aber hier geht es leider nicht. Das Feuer, Gott sei Dank, ist es ein bisschen zu weit weg. Hier, natürlich könnt ihr da das extra Leben versuchen zu holen. Natürlich ist es sehr empfehlenswert, dieses extra Leben zu holen. Boah, falls ihr das nämlich so wie ich jetzt hier gerade nur ganz knapp schaffen solltet. Ist dieses extra Leben immer Gold wert, glaubt mir mal. Dann habt ihr wenigstens so einen kleinen Versuch, den ihr nochmal machen könnt. Das ist manchmal wirklich tatsächlich Gold wert, Leute. Einmal den mitnehmen. So. Hier natürlich nicht zu weit. Immer schön mit Doppelsprüngen, langsam hoch und dann seid ihr wieder hier. So, und jetzt haben wir ja die Kanone aktiviert. Das heißt, wir können hier ohne Probleme langdüsen. Wie gesagt, Lucky Two bitte immer mitnehmen. Weil dieser Lucky Two kann auch ganz böse einen Abschuss hier für euch enden. Denn hier ist die Kanone. So, die Kanone im Endeffekt ist es eigentlich so, dass wir hier durch diesen Regenbogen einfach durchfliegen müssen. Am besten relativ gezielt. Wir haben ja schon das mit den Zielen noch manchmal gehabt. Ich sag nur den Pilz. So. Natürlich nicht zu niedrig. So. 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 Und er hier hat was dagegen. Deswegen machen wir das hier schnell. Hier ist der Stern. Und ich hoffe, ich konnte euch auch bei dieser Aufgabe helfen. Bis zum nächsten Mal.